Wir haben uns überlegt, macht es einen Unterschied, ein hochwertiges oder ein Discount-Steak zu holen, und bemessen das Ganze am Flüssigkeitsverlust während des Grillens. Dazu haben wir uns Profis geholt, die uns die beiden Steaks grillen. Ihr seid von Johannes, das Experiment mache ich super gerne für euch. Ich habe hier einmal ein Steak aus dem Discounter und eins aus dem Online-Shop von der Steak-Lieferant. Man sieht auch sofort, das hier hat eine extrem krasse Qualität und das hier ist halt Discounter-Ware. Wir werden beide Steaks ganz gleich zubereiten, einmal kurz auf der Plansche angrillen und dann auf den Gasgrill gar ziehen. Wir werden vorher und nachher mit der Waage messen und schauen dann, wie das Ergebnis aussieht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit einem Cookbook. So, ihr habt das Ergebnis gesehen. Ich lasse es mir jetzt gut schmecken und jetzt sind die beiden von MatheMind dran. Danke Robin, wir rechnen jetzt mal aus, wie viel Prozent das Steak von seinem Gewicht verloren hat. Wir starten beim hochwertigen Steak. Ich habe einen Bruch vorbereitet, altes Gewicht durch neues Gewicht. Da kommen wir auf einen Gewichtsverlust von 25%. Beim Discounter Steak kommen wir auf einen Gewichtsverlust von 29%. Also tatsächlich, das hochwertige Steak ist besser. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.